Aufgabe B 1.0. Die Parabel P verläuft durch die Punkte P 5-1 und Q minus 2 0,75. Sie hat eine Gleichung der Form y ist gleich ax² plus bx plus 2,75 mit Grundmenge gleich r kreuz r und Variable a elementreelle Zahlen außer die 0, b elementreelle Zahlen. Die Gerade g hat die Gleichung y ist gleich minus 0,5x plus 5 mit Grundmenge gleich r kreuz r. B1.1. Zeigen Sie durch Berechnung der Werte für a und b, dass die Parabel p die Gleichung y ist gleich minus 0,25x² plus 0,5x plus 2,75 hat. Zeichnen Sie die Parabel p sowie die Gerade g für x Element Intervall von minus 4 bis 7 in ein Koordinatensystem. Wir sollen also zeigen, dass die Parabel diese Funktion minus 0,25x² plus 0,5x plus 2,75 hat. Wir schauen nach, was ist gegeben. Und zwar haben wir einen Punkt P mit 5 minus 1 und einen Punkt Q mit minus 2 0,75. Außerdem kennen wir schon einen Teil der Parabelgleichung, nämlich y ist gleich ax² plus bx plus 2,75. So. Einen Scheitelpunkt haben wir nicht gegeben, das heißt, die Scheitelform können wir hier nicht ansetzen. Also müssen wir ganz normal mit Hilfe dieser beiden allgemeinen Punkte und dieser schon gegebenen Teilgleichung die Werte für a und b berechnen. Da gehen wir über folgt vor. Wir setzen zuerst die Koordinaten von p in diese Gleichung ein, also die x-Koordinate von p für das x, die y-Koordinate von p für y. Und das gleiche machen wir auch nochmal mit Q dementsprechend. Dadurch erhalten wir dann zwei Gleichungen. Die erste, also mit Punkt P, heißt nämlich folgt, minus 1 ist gleich a mal 5 Quadrat plus b mal 5 plus 2,75. Und für die zweite Gleichung erhalten wir 0,75 ist gleich a mal, aufpassen, Klammer mitnehmen, minus 2 Quadrat plus b mal minus 2 plus 2,75. Gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, dieses lineare Gleichungssystem zu lösen? Wer sich zum Beispiel mit dem Taschenrechner etwas genauer auskennt, der kann über Tool System 2 dieses Gleichungssystem lösen. Aber aufpassen, da muss man vorher die beiden Gleichungen erst noch in eine spezielle Form umformen. Das sagt dann aber der Taschenrechner, wie die Form aussieht. So, ich gehe aber über das Gleichsetzungsverfahren. Das heißt, ich forme beide Gleichungen so um, dass eine Variable dann am Schluss übrig bleibt. Das heißt, ich löse nach einer Variable auf und für diesen Fall nehme ich jetzt die Variable b. So, im ersten Schritt vereinfache ich erst. Dann habe ich 25a, weil 5 Quadrat ist 25, plus 5b plus 2,75. So, die Form ich jetzt, löse ich jetzt nach b auf. Das heißt, minus 25a und minus 2,75. Dann erhalte ich auf der linken Seite minus 3,75 minus 25a ist gleich 5b. Jetzt teile ich durch den Faktor, der vor der aufzulösenden Variable steht, also geteilt durch 5. Und dann erhalte ich minus 0,75 minus 5a ist gleich b. Das gleiche mache ich für die zweite Gleichung auch. Erst nochmal vereinfachen. Minus 2 Quadrat sind 4, also 4a minus 2b, weil wir haben ja b mal minus 2, plus 2,75. Ich bringe die 4a und die 2,75 wieder auf die linken Seite, also minus 4a und minus 2,75. Dann erhalte ich minus 2 minus 4a ist gleich minus 2b, teile wieder durch den Zahlfaktor, also geteilt durch minus 2. Und erhalte dann minus 1 minus
Da wir dort negative Zahl teilen, drehen sich die Vorzeichen auch um. Also 1 plus 2a ist gleich b. So, setze ich die beiden Gleichungen gleich. Dann erhalte ich minus 0,75 minus 5a ist gleich 1 plus 2a. Hier kann ich jetzt auch den Taschenrechner einsetzen, entweder mit Hilfe des Solvers dann das a berechnen oder auch über die Kalkfunktion des Taschenrechners und Intersect. Wenn man für y1 die linke Seite angibt, also minus 0,75 minus 5a und für y2 dementsprechend die rechte Seite, funktioniert das auch. Wir gehen aber weiter über die Umformung. Das heißt, wir bringen alle a's auf die linke Seite, alle anderen Zahlen ohne Variable auf die rechte Seite. Also zuerst mal minus 2a. Dann folgt minus 0,75 minus 7a ist gleich 1. Dann plus 0,75 minus 7a ist gleich 1,75. Und jetzt teile ich wieder durch den Zahlfaktor. Also folgt daraus a ist gleich minus 0,25. So, suche ich mir eine der beiden Gleichungen aus, wo ich dann dieses a wieder einsetzen kann, um das b zu berechnen. Hier sieht die Gleichung schöner aus, also nehme ich Gleichung 2. Halte ich 1 plus 2 mal, jetzt für das a setze ich die minus 0,25 ein, ist gleich b. Noch einmal auflösen. 2 mal minus 0,25 sind minus 0,5. 1 minus 0,5 sind 0,5 und erhalte dadurch mein b. Und daraus ergibt sich jetzt dann die gesuchte Parabelgleichung. Nämlich mit y ist gleich, jetzt kommt ja ax Quadrat für a, also die minus 0,25 x Quadrat plus bx für b, also die 0,5. Und die 2,75 am Schluss kennen wir ja schon. Überprüfen nochmal, ob es tatsächlich die gesuchte Gleichung ist. Und ja, es stimmt, also haben wir recht. So, jetzt muss diese Parabel p und die Gerade g noch gezeichnet werden. Hier unten haben wir die Maße für das Koordinatensystem. Vorsicht, die sind ziemlich groß. Y geht zum Beispiel von minus 7 bis plus 8. Und x geht von minus 5 bis 8, also dass man da genügend Platz lässt zur eigentlichen Rechnung. Die habe ich etwas unsauber gemacht. So, und auf x-Richtung. Minus 5 bis
plus 8. So, das wäre also unser Koordinatensystem. Und jetzt müssen wir die Parabel sowie die Gerade g einzeichnen. Das funktioniert am schnellsten mit Hilfe des Taschenrechners, indem wir bei y ist gleich einmal bei y1 die Parabelgleichung eingeben. Und da wir die Gerade g auch einzeichnen wollen, können wir bei y2 die Geradengleichung noch mit eingeben. So, dann gehen wir auf Table und Aufgabe ist es, von x gleich von x-Element von minus 4 bis 7 ins Koordinatensystem einzuzeichnen. Also von 4 bis 7. Also gehen wir hier hoch und schauen, welche Koordinaten sind ab minus 4 gegeben. So, für minus 4 haben wir also einen Wert von minus 3,25. Der liegt also hier. Für minus 3 haben wir einen Wert von minus 1. Für minus 2 haben wir 0,75. Für minus 1 haben wir einen Wert von 2. Für 0 haben wir einen Wert von 2,75. 1, 3. So, jetzt müssen wir nach unten, um noch die anderen Werte ablesen zu können. Zwei, 2,75, 3, 2. Jetzt sehen wir, die Parabel hat hier ihren Hochpunkt und geht jetzt wieder nach unten. Da sie immer symmetrisch ist zum Hochpunkt, kann ich die restlichen Werte eigentlich ziemlich schnell mit Hilfe von Symmetrieeigenschaften abtragen. So, wir müssen aufpassen, es geht bis x gleich 7, das heißt, für den 7er brauche ich auch noch einen Wert. Und da ist der Funktionswert minus 6. Also für 7 auf minus 6. So, jetzt noch die Parabel schön verbinden. Und dann fehlt noch die Gerade. Für eine Gerade brauchen wir noch zwei Punkte einzuzeichnen und dann halt mit Hilfe des Lineals eine Gerade durchziehen. Suchen wir uns zwei schöne Punkte aus, zum Beispiel 2, 4. Und 4, 3 wären auch schön. Hier sind zwei Punkte. Geodreieck anlegen. Und, ja, ein bisschen unsauber. Ja, die ist zwar schön geworden, aber noch ein bisschen zu kurz. Haben wir jetzt hier die geraden G.